Bis dahin würde ich gerne die Quest, die wir haben, durchhaben. Und oh mein Gott, das regnet. Das ist so schön. Es regnet mal. So, weil das Event, was wir hier hatten, ist jetzt vorbei, leider. Und ich will mir einmal ein neues Outfit raussuchen. Schneit hier zwar nicht. Es ist mir so kalt, weil es kalt ist, Luna. Es ist kalt. Es ist einfach nur kalt. So. Mäntel. Ich kann die auch einfach so einen fetten Pulli anziehen. Im Raum sind es 22 Grad. Ja, gut. Trotzdem ist es kalt. Ich bleibe bei meiner Meinung, es ist kalt. Gut, neben mir steht auch meine Heizung und mir ist dennoch kalt, also. Das sagt leider nichts aus. Ich, wie gesagt, ich sitze hier direkt an meiner Quelle. Okay, machen wir das so. Schuhe. Vielleicht sollte man das nicht unbedingt auf dem Weg machen. Okay. Ist kalt, aber so gut war, dass ich mir denn hier so einen eisgekühlten Energy genommen habe. Erwartest du darauf noch eine Antwort? Also bei mir würde es erklären, warum mir kalt ist. Rein theoretisch. Ich glaube, ganz so sinnvoll war es nicht, Luna. So ein Tee wäre doch besser gewesen, oder? Rein theoretisch. Also, ne? Ein Tee braucht lange. Hast du keinen Wasserkocher? Damit geht's doch recht fix. Dauert doch keine 10 Minuten. Oder warm Energy Drink. Ginge auch. Ginge auch. Du kannst auch einen warmen Energy Drink trinken. Das wäre auch nur eine Möglichkeit. Oh mein Gott, meine Kürbisse sind fertig. Halleluja. Ich hätte vielleicht. Also vielleicht hätte ich. Mein. Na egal. Mini! Oder Mickey? Oh. Neko faul. Aber ich habe ja auch Energy. Rein theoretisch, da du einen trinkst, könnte ich auch einen trinken. Die Frage ist nur. Huch. Was trinke ich für einen? Ich habe drei Sorten zur Auswahl. Ich glaube, ich weiß, welchen ich trinke. Den ich nicht so sehr liebe wie die anderen. War meine Monster. Ich trinke ja Rockstar lieber als Monster. Ich muss dann in 2 Wochen auch wieder Energy bestellen. Ich trinke was Kaltes, damit mein Körper von innen auskühlt. Temperatur hochdreht. Ja. Mach mal. So. Da wir kein Event haben, muss ich auch nicht großartig irgendwie was sammeln gehen jetzt.
Und jetzt funktioniert es. Wenn es funktioniert, ist gut. Ich glaube, bei mir wird es nicht funktionieren. Wie gesagt, ich habe neben mir auch meine Heizung. Okay. Oh, ich freu mich so, Michi. Zu sehen. Bis bald. Ja, bis bald. Lass es uns abhängen. Danach machen wir die Quests. Ach so. Eins fällt mir noch ein. Ich sollte vielleicht die Kategorie ändern. Wäre vielleicht sinnvoll, die Kategorie zu ändern. Ha, wo habe ich meinen Kopf heute? Ja, genau, nirgends. Oh, komm, ich hab, alles gut, Luna. Ich habe selber nicht dran gedacht. Mir ist das gerade so eingefallen, so. Warte mal, habe ich was vergessen? Ja, ich hatte was vergessen. Ganz gewaltig hatte ich da was vergessen. So. Nein. Geh die Reihe gerade nach oben. Aber das bedeutet, wir können den Laden leer kaufen. Ich hatte vorher nämlich nicht genug Geld, um alles zu kaufen, was ich haben wollte. Nur eins, die den Laden leer kaufen. Ja. Nein! Nein! Ach, komm schon. Ach, leck mich. Nevermind. Ich kann auch nichts dafür, wenn ich... Und so. Nein. Ja. Ich meine, ich kann es euch gleich mal zeigen. Ich kann es euch gleich einmal zeigen. Nee. Sammlung. Ich habe mittlerweile 322 von 724 Kleidungsstücken. Wie hier einfach alles auf Farben sortiert ist. Hier kommt Blau, da kommt Gold. Hier ist irgend so ein Mischmasch. Hier kommt Rot. Gut, jetzt habe ich nur 1 von 1. 15 von 50. Das ist nicht so viel. 10 von 21. Da fehlt nicht mehr viel. 14 von 36. 12 von 38. 13 von 27, 11 von 29, okay, 5 von 27, da fehlt echt noch viel. 10 von 22, 11 von 28, 13 von 29, 12 von 32, gut, 5 von 35, da fehlt auch echt noch einiges. Da kommt aber auch bald noch was hinzu, 3 von 3, 2 von 2, 1, 148 von 271. Und Sets für Möbel. 256 von 1004. Ich brauche es. Warum das hier allerdings drin ist, weiß ich nicht. Das ist ein Kleidungsstück und kein... Aber egal. Nevermind. Das reicht doch nicht zum Dekorieren. Ich brauche mehr. Was? Brauch viel mehr. Ich
Das Bild habe ich bald vollständig. Vielleicht sollte ich auch erstmal meine Kürbisse hier wieder einpflanzen. Jetzt, wo es gerade regnet. Habe ich weniger Arbeit. Wo gehst du denn jetzt da die Reihe runter? Ich hab Fragen. Das ergibt keinen Sinn. Ich habe die Hoffnung, dass ich nachher noch mehr ernten kann. Okay, dann gehst du halt da die Runde nochmal. Okay, ja gut, so geht's auch. Reicht aber nicht bis nach unten hin. Gut, ich habe aber wenigstens noch Kartoffeln, die ich anpflanzen kann. Kartoffeln. Einmal, zweimal, dreimal. Dann nehme ich das hier noch. So, geht. Da fehlen nur noch drei. Dann habe ich das Bild fertig. Ja, Luna? Ich muss unbedingt mal neue Bilder reinpacken. Luna, erinnere mich da mal dran. Bei Zeiten. Warte. Wo ist es da? Nicht jetzt! Ah. Oh, nicht jetzt. Das vergesse ich so nachher wieder. Okay, das passt zur Weihnachtszeit. Tada! Kätzchen. Klein Gizmo. Nee, ist Gizmo. Gizmo ist etwas heller als Salem. Und Leo hat weißes im Fell. Leo kann man ganz gut auseinanderhalten. Das ist Gizzy. Der nervigste von allen Katern. Ja. Pat, 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 pat. Pat, 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 pat. Pat, 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 pat. Okay. Das ist so cute. Und so süß. Aber anstrengend. So.
So, Mickey. Lass laufen hier. Money, money, money. Makes me funny. In the rich man's world. So. Nun kann ich's verkaufen. Verkaufen. Kaufen. Verkaufen. Verkaufen. 120.000. So. Und danach können wir Story machen. Hier ist der Laden. Scar steht auch direkt schon davor, das ist gut. So, wie gesagt, ein bisschen was hatte ich mir vorhin schon gekauft. Sei gegrüßt, Nachbar. Das hier kaufe ich mir. Ich glaube, hier zu leben ist eine wunderbare Sache. Hallo. Das kaufe ich mir. Einen schönen Tag noch. Ach, das ist so ein Krallen. Aha, okay. Das kaufe ich mir. Hallo. Das kaufe ich mir. Einen schönen Tag noch. Das kaufe ich mir. Den Stuhl habe ich schon. Den Schrank habe ich noch nicht. Hallo. Das habe ich noch nicht. Nur nicht vergessen. Sei gegrüßt, Nachbar. Oh. Das habe ich noch nicht. Einen schönen Tag noch. Hey. Das habe ich noch nicht. Sei gegrüßt, Nachbar. Den habe ich noch nicht. Das hatte ich mir schon gekauft. Das habe ich zwar schon, aber kaufe ich noch mal. Das habe ich, glaube ich, auch schon. Okay. Jetzt habe ich 328 von 724. Hm. Ob ich ein Problem habe? Das hätte ich jetzt eher gedacht, dass das bei Dingens mit drin ist. Was denn? Wieso sucht die? Bin ich denn jetzt schon wieder in sucht die? Bin doch kein sucht die. Ich habe ja auch beim Event nicht alle Belohnungen. Nein. Ich habe auch nicht 4500 Punkte. Wobei die echt auf wenig sind. Na, alles klar, Luna. So. Okay, Scar ist hier jetzt nicht mehr. Dann nehme ich mir Remi zur Brust. Der ist da oben. Hilfst du mir mal kurz? Mhm. Ja. Hey, du bist es. Oh, hey, was gibt's? Lass uns über deine Leidenschaft fürs Kochen sprechen. Das würde mir sehr helfen. Natürlich, ich liebe es, über Essen zu sprechen. Nun, wie du vielleicht schon bemerkt hast, bin ich eine Ratte und Ratten sind normalerweise keine Köche. Oder interessiert an gehobener Küche. Aber als ich zum ersten Mal wirklich gutes Essen probierte, war ich sofort begeistert. Und als ich dann meine ersten Zutaten kombinierte... Ja. Der Nervenkitzel der Entdeckung. Die Kunst, Aromen zu kombinieren, um etwas Neues zu erstellen. Ich wusste, dass ich meine Berufung gefunden hatte. Das musst du halt wirklich mal von der Ratte hören, ne? Und jetzt habe ich jedes Mal wieder dieses Gefühl, wenn ich koche. Kann dir sagen, dass es wirklich großartig ist.
Du hast es geschafft. Du hast die Steinplatte mit feuriger Leidenschaft verzaubert. Danke, Remy. Oh. Klar, ich helfe gerne. Jetzt muss ich jemanden finden, der bereit ist, über überschwängliche Begeisterung zu sprechen. Dann musst du unbedingt mit Vajana sprechen. Sie kam neulich in mein Restaurant und redete wie ein Wasserfall davon, wie viel Spaß sie am Segeln hat. Mit Vajana sprechen. Alles klar. Okay. Also mit Vajana. So, ich glaube, wir haben auch mittlerweile außer Erik alle auf 10. So, ich sammle mal wieder, was ich finden kann. Hier nehme ich auch mal wieder alles mit. Da ist Scar. Oh, hallo. Wie ich sehe, hast du wieder Leben in meinem Königreich gebracht. Und keinen Moment zu früh. Ich bin völlig ausgehungert. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht geglaubt, dass du es schaffen würdest. Auch nicht mit meiner Hilfe. Ich habe schon größere Probleme bewältigt. Ja, es ist eindeutig, dass du einige Fähigkeiten hast. Im Gegensatz zu einem gewissen weißmähnigen Schwätzer. Oder einem eher störenden Neffen von mir. Wo auch immer er sein mag. Knurr mich nicht an. Ich schätze, in diesem Tal ist genug Platz für uns beide. Solange du eins nicht vergisst. Die sonnige Ebene ist mein Königreich. Und sie gehört niemandem sonst. Vergiss das niemals. Okay. Oh, wie gut du bist es. Du meine Güte, wenn das nicht unsere erleuchtete Herrscherin ist, die sich unter das gewöhnliche Volk mischt. Was für dich in meiner bescheidene Bleibe? Ich bin hier, um zu helfen. Brauchst du etwas? Wie großmütig von dir. Aber vielleicht solltest du zuerst dir selbst helfen. Für jemanden, der die Herrscherin dieses Tals sein soll, siehst du ziemlich schäbig aus. Sind die Tribute nicht mehr das, was sie einmal waren? Könnt mich ein wenig schicker machen? Dir gefällt bei der Kleidung nicht? Dir fehlt es an Würde. Dein Fell ist stumpf und zerlumpt. Kaum eines Warzenschweins würdig. Wenn du über dieses Gebiet herrschen und mit mir, dem König der sonnigen Ebene, zusammenarbeiten willst, wirst du dich darum kümmern müssen. Muss also mein Outfit ändern, um ein wenig herrschaftlicher auszusehen? Wie soll ich das machen? Ich kann nur vermuten, dass es hier jemanden gibt, der für die Herstellung von Kleidung verantwortlich ist, die auf deiner seltsamen, felllosen Haut trägst. Lass dir einen für einen Anführer angemessenen Mantel anfertigen, der für ein Treffen mit mir würdig ist. Ich werde Mutter Godel fragen. Sie ist in dieser Hinsicht sehr begabt. Nein, eigentlich nicht, aber okay. Das Weibchen von der Lichtung. Mach, was du willst. Aber pass auf, dass sie dir nicht in den Rücken fällt. Tata. Sagt der König. Also. Na, warte mal. Okay, da sind nur noch Freundesaufgaben. Ariels hätten wir auch bald fertig. Und in Eriks Schuss müssen wir nach einem Gegenstand des Herzens suchen. Das macht das Ganze auch so einfach. Okay. Dann bringe ich erstmal meine Sachen wieder zurück. Ich habe auch das Haus ein bisschen weiter eingerichtet. Also das heißt, gleich ein bisschen weiter eingerichtet. Ich glaube, die Küche habe ich jetzt für mich erstmal beendet. Brauche nicht mehr großartig viel dran machen. Hier habe ich mir jetzt übrigens überlegt, dass ich hier einfach mal den ganzen Samen reinpacke. Nein. Ja, yep. Genau. La. Wobei, den Fisch kann ich auch einmal rauspacken.
Dann packen wir alles ins Haus.